Eine Krankmeldung ist keine Rechtfertigung. Eine Krankmeldung ist nicht mit den Überstunden gerechtfertigt. Ja, Make eben. sense what I'm saying? Ja. Ja. Krankmeldung Also, entschädigt nicht sorry. Minus. Weil wenn Krankmeldung Ja, ich. kriegst du ja kein Minus, weil. Ja. Ja, ich habe auch zu meiner Chefin gesagt, ey, ich hab, weil länger du. Obwohl, das war. Doch, warte mal, Minusstunden war kein Thema. Ich habe 1,5 Jahre lang die 30 Minusstunden oder Plusstunden? 30 Minusstunden von der Tonträgerabteilung mit mir herumgetragen, weil ich die einfach nicht aufbauen konnte, trotz normalem Arbeiten. Well. Weißt du? Ja. Im Mediamarkt. Also das ist, man muss halt eben schon dann eben dafür einen Einsatz zeigen, wenn man sonst so rumpimmeln durfte. Und das ist keine Arbeit, bei der die sich kaputt machen müsste. Ja. Oder kaputt macht. Das ist Larifari, was die da macht. Also, wo ich noch Weißt im du? Lager geschafft habe, denk so, da hatte ich auch mal ein Minus, aber denk so, das kommt wieder Hochsaison im Sommer, ist das wieder weg, weil da muss, man macht halt dann freiwillig länger und ja, bis die Saison wieder vorbei ist. Weil wenn Bin halt ich doof? Muss ich irgendwas Produktion. drücken, gerade mal? Nee, Kurz so. ich muss machen. Achso, So, okay. spielen. Weiter. Mehr. Weil Nee, kein wenn Scheiß. halt Produktion Saison hat, dann ist halt das Lager halt auch beschäftigt. So, und dann Ja. macht man halt ein Stündchen oder zwei länger. Ja. Ich meine, Stunde. Wenn man was zu tun hat, ist die schnell rum. Ewe. Und ich war ja nicht bis in die Puppen spät abends noch im Lager. Also so, nee. Halt dann 17 und 18 Uhr fertig. Und nicht. Ja, Produktion hat halt Dreischicht gefahren. Fertig. Da wurden zwei Schichten aufgesplittet, dass eine dritte Schicht zustande kommt und ja, fertig. Ja. Die im Ist auch nicht schlecht, Lager. weil du bist dann auch nicht so krass überarbeitet, wenn du eben in den Zweischichtsystemen dann eben arbeitest. Du Drücke aus. kannst vielleicht ein bisschen mehr machen, je nachdem. Ich weiß jetzt nicht so genau. Was ich halt damals cool finde, als ich bei Alternate gearbeitet habe, war, dass wir halt wirklich mal einen Tag lang 2 12-Stunden-Schichten gemacht haben. Ich weiß halt nicht, wie das rechtlich so funktioniert, aber die Pausen. einen Also mit hatten. den 12 Stunden musst du einfach Pausen machen, dann ist es rechtlich kein Thema. Ja. Und So, dann haben wir eine Schicht gehabt von 7 bis 19 und eine von 19 bis 7 Uhr. Ich hatte zum Glück die von 7 bis 19 Uhr. Das war mir angenehmer als nachts. Aber Ja. das war auch nicht schlecht. Du hast da halt echt einiges weggeboxt. Wenn du die coolen Leute um dich herum hattest, ging das auch ganz gut ab. Und das Lustige war halt, als ich am nächsten Tag eben die Anschlussschicht, das war dann wieder eine normale. Und also ich hab von 7 bis 19, dann von 19 bis 7 Uhr war eine andere Schicht und dann bin ich wieder morgens um 7 gekommen oder um 8. Und dann kommst du da rein und ein richtiges übles Death Metal geschrammel, nur damit die Leute da drinnen einschlafen. Das war richtig cool. So Scheiße, ey, hier stinkt's vielleicht. Ihr solltet mal irgendwie keine Ahnung was machen, weil das halt ein Raum innenliegend war und ich weiß nicht, wie es mit der Lüftung ausgesehen hat. Also kann ich ja nicht mit dazu Doch, stellen. doch, Stimmt doch, ja, doch, oder? doch. Doch. Ich habe durchs LP, wo ich gucke, herausgefunden, man muss einfach nur eine Kanone drauf ballern auf Oh, den lol. zweiten Sitz. Oh, was ein Zoom, ey. Ja. Jesus. Und das war mal ganz cool. Das haben die halt auch nicht ständig gemacht, sondern nur eben das eine Mal. Was da los? Nur Don't das eine Mal. Und das finde ich dann auch okay, weißt du. Aber beim Mediamarkt war es halt auch eher Usus, dass du länger bleiben musstest. Und wenn du früher gehen wolltest oder Kammerjäger, so, dann wird es die halt Straße doch öffnet angeguckt. Und direkt das zur war mir dann zu dumm. Heiligkreuzstation. Naja, Pass auf die Mediamarkt hat Straße sich so, entlang, oh, bis das zur ist nächsten Standard, viertel länger machen, Kirche. scheißegal. Apokalypse sei der Star der Show. Ihr Bruder Troy macht die Propaganda für den Kult. Sie Ja, ich sind habe auch meine zu meiner Scheiße. Chefin Nur mein gesagt, Freund. so, ja, also ich habe kein Problem damit, auch eben diese Touren zu fahren. Nur halt so duschen oder sowas, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Sagt sie, nee, nee, das musst du auch nicht machen, das ist ein bisschen eine Hilfskraft und so. Kalypse und Ja, und ansonsten Schädlinge. hätte ich nicht Sie so das laufen über Problem die damit, diese Touren auch Infanteure so mit regelmäßig zu Versprechungen von fahren. Death Chaos, endlosen Fleischvorräten und Blutsaunen verarscht. Wenn ich Muss es jetzt sein, übers oder? überlege, Mein wäre Glaube ich ist jetzt auch schon bei dabei meinem Bruder gefallen. festangestellt, ey, ich Idioten. hätte Überstunden wie Sau, ne? Also ich bin den Wie ich Apokalypse da Gegner, rumpimmel. aber sie müssen die schrecklichsten, blutdürstigsten Psychopathen sein, die Pandora je gesehen hat. War ich überhaupt Ich meine, mein richtig? Clan hat mich erst als Ich glaube Anführer ja. Ich glaube, da akzeptiert, musst du nachdem hin. ich einen Kälter Nee, mit wir meinen müssen einmal wieder Bauchmuskeln ausrechnen. getötet haben. Bööö. Was braucht es da wohl, um Links, einen rechts, links, Clan rechts. Nee, Clan einfach jetzt nicht geradeaus. meinen? Nee, aber da ist doch Einfach da Multiverse. hoch. Und dann müssen wir Solange sie reinlaufen, mindestens. sowieso. Mein Clan hat Oh mich yeah, verraten, you're aber right. wenn die Kalypsos meinen Sonnenklopfern etwas antun, Kann auch wird gerne das hier fahren, das ist zum kein Bluten Problem. fehlen. Das müssen wir da Und das uns nur wäre angucken. klasse. Ich war lange nicht mehr in eine gute altmodische Blutfehde verwickelt. Das wird toll. In die Dunkelheit. Oh, Level 8. Oh. Dahin, wo du hergekommen
beleben. Einer ist tot. Au. Was war das? Ach, da ist noch einer. Ich sehe jetzt erst den Namen. Tötet Trüffelbeißer und Arschbeißer. What the fuck? Ach stimmt, ich habe meine Pistole vergessen. Die war ja viel besser. So geil. Vor allem, das LP, wo ich guckte, hat einer eine Knarre gefunden. Die hat keine Ammo, die schießt mit Geld. Pro Schuss minus 1 und pro Treffer, wo du landest, kriegst du 8 Dollar. Oh. Also so gesehen machst du pro Schuss, wo du triffst, machst du 7 Dollar Gewinn. Das ist ja geil. Und das ist eine Legendary, die so, ich will die haben. Ich meine, das hier ist ja auch eine Legendary, ne? Aber das ist halt schon geil. So, kein Überhitzen, kein gar nichts. Ne? So Art Fallout-Laserwaffe. Gut gemacht. Noch ein paar Skags mehr und ich kann damit werben, dass der Fleischanteil meiner Skag-Dogs bei 50% liegt. Bring mir die Zutaten und ich bezahle dich. Cool ist halt auch der Tick mit dem Feuerschaden. Beuteteam. Oh. Oh. Oh, da sehe ich was auf der Minimap. Ja, guck mal, das sind Granatenort. Legendary! Ja, ja, ich weiß. Wenn du den haben willst, nehm ihn ruhig. Jeder hat doch seinen eigenen Loot. Ach so, lol. Vergiss das nicht. Jeder hat seinen eigenen Loot. Das ist unten. Psycho Level 13? Was? Godzilla? Müssen wir erstmal die Legendary angucken. Kann man nicht irgendwie sortieren? Ich hab noch keinen Fall. Guck mal, wie der fliegt! Der ist auch zu mir geflogen. Nun. Oh mein Gott! Was hast du denn gekriegt? Ja, die Legendary Waffe, wo ich grad. Ja, ich hab einen Legendary Granatenmod bekommen. Man kommt hier nicht dasselbe, okay. Das sind die unterschiedlichen Loot. Boah, ich hab's nicht gecheckt, so. Vor allen Dingen habe ich erst gedacht, was ist denn das? Der kriegt nur einen Damage pro Treffer und dann hab ich gerafft, dass das ein Goblin ist. Also, ein Diablo-Goblin quasi. Ja, ja. Wusste ich gar nicht. Die gibt's hier öfter. So, liefere die Zutaten ab, zurück zum Auto. Gibt's hier sonst nichts mehr? Warum ist nicht noch so. Ja, weil da unten crazy, Gegner sind im Canyon. Crazy Mucke. Ja, weil wir die da unten angeschossen haben. Ja. Oh. Aber ich habe keine Sniper. Also jetzt habe ich den angemacht. Firing my laser! Was ich auch nochmal noch gucken wollte. Da gab's doch. Ich glaube, alles der. Ach, eh nicht, F. Okay, das macht Sinn. Ah, okay, jetzt check ich das. Okay, ich muss D und D nehmen und dann. Dann möchte ich aber. Na los, Junge! Hallo! Dieser kleines Kerlchen kann von Zeit zu Zeit Gegenstände ausbuddeln. Mehr Loot für uns. Ah, okay. Ist das nicht nice oder ist das nice? Alter! Ich weiß einfach. Was für ein Zoom, ey! Ja. Ich auch gedacht. Wo will der denn hin? Bin ich schon fast da, wenn ich da Rechtsklick gedrückt halte. Ja. Hab ich eine Sniper oder was? Ja, yeah, richtig. Ah, okay. Ja, ja, ich muss nur gucken, wo wir reinfahren. Wo wir langfahren müssen. Ich fliege! Was? Ich fliege. Hallo? Hey, da, geradeaus. Da, wo ich hinschieße. Ja. Ja, aber hier steht, dass wir irgendwie hier reinlaufen müssen. Nein. Da vorne ist eine Kiste zum Abgeben. Damit zeige ich es dem arroganten
spannender Bastard. Wenn die Leute erst meine neuen verbesserten Rex ausprobieren, stehe ich wieder an der Spitze des kulinarischen Adels. Na, na, noch mehr Gegner? Ach, da. Sag mal, macht deine Laserwaffe Feuerschaden? Eine Laserwaffe? Das ist keine Laserwaffe. Aber das sieht so aus. Ja, das ist der Proc für Feuerschaden. Ah. Den kriege ich mit dem Mac und den kriege ich normal, wenn ich zu Fuß laufe. Also, wenn ich unterwegs bin, einfach ganz normal. Nice. So. Requests. Die ist für Level 8 und die für Level 5. Machen wir erstmal Hauptstory weiter. Wo müssen wir dafür hin? Erstmal ins Auto einsteigen. Kann ich das nochmal wechseln? Ich glaube, drück mal Shift. Ne, es hat nichts gebracht. Ist ja auch egal. Ja, ich wollte jetzt das Fahren abnehmen, deswegen, weil ich mir gedacht habe, so. Egal. Na dann. Ich habe gedacht, wir müssen da irgendwo rein. Das sah so komisch auf der Minimap aus, aber dass wir es nur abgeben sollen, habe ich da nicht gedacht. Gut. Okay, da. Ich wollte eigentlich da runterspringen, aber. Dann halt außenrum. Fromm, fromm. Oh, neues Gebiet. Loading, loading, loading. Ich will nicht, dass es leer. Da muss ich noch warten. Warte mal, sieht das im Hintergrund aus wie Castle Grayskull? Könnte eine Anlehnung sein, ja. By the power of Grayskull! Laut schneller gefälligst! Und dann da. Oh, neue Shops. Lass mal gucken, was hier abgeht. Wie sie erstmal verkaufen. Oh, fuck. Immer gerne, Kammerjäger. Munition? Ohne ist man einfach nur ein... Ja, ich check das, Verkaufsmenü, finde ich ein bisschen unübersichtlicher als vorher irgendwie. Ja, finde ich auch. Muss nur gucken, aber ob ich nicht etwas verkauft habe, was ich anhabe, aber nee. Scheint nicht so. Warte mal, was ist das für ein Slot neben den Waffen? Hä? Ach, man kann nochmal Attachments anbringen, so kleine Anhänger. Oh, wie geil. Cosmetics. Handhabung, Sweet. Nachladezeit, Feuerrate. Mehr schießen, mehr kaufen. War mir eine Freude. Und beim Munitionsshop finde ich jetzt geil, du musst da nicht reingehen, um Munition zu kaufen. Einfach Q drücken, dann füllt er alles auf. Das ist ach ja, okay. Das ist richtig nice. Ich brauche nur Munition, Code drücken, fertig. Zu wenig Blut, dann bist du hier richtig. Wenn die Behörden wüssten, dass ich das verkaufe, wäre ich meine Lizenz los. Schon wieder. Wüssten die Behörden, dass ich das verkaufe, wäre ich meine Lizenz los. Schon wieder. Ne. Leider halt ein bisschen unübersichtlich, um ehrlich zu sein. So, ja, also verkaufen ist ein bisschen sehr Objekt des Tages. Nicht flennen, sprengen. So. Kann ich ein Kuh? Okay, warte mal, was muss man machen? Einfach davor stehen und Q drücken. Ja, aber ich sehe das nicht eingeblendet. Dann hast du alle Munition voll.
Ah, okay. Weil, wenn ich das rumballer, dann mit Munition auffüllen für $25. Würde ich gut drücken. Okay. Was? Das wär. Hä? Ach cool, und wenn man das, wenn man den Shop aufhat, nimmt er diesen, nimmt er ja den komischen Computer in die Hand und da ist das als als Bit-Animation und. Ja, ja, das Zed. Das ist ja lustig. Und hier? Das mag es. Geil. Oder er sagt ja auch manchmal, auch, wir bieten auch den Ein-Klick-Kauf an. Und das ist mit einem Q-Drücken gemeint. Ah ja, das hat er gerade gesagt. Ja, okay, cool. Ah, nice. Ich denke, wir wollen der Straße folgen. Oh, hier ist sogar fast getroffen. Ja. Töte ihn! Dann. Nice. Und weiter geht's. Nice. Dead Dude. Ich kann das nicht so gut wie er. Ich muss den Finger benutzen. Mit der Zunge schnallt. Ah, Tennis. Tennis! In der Echolox für Tennis. Das heißt, ja, mir jetzt schon eine gefunden. Nee. Nee. Trianguliert Tennis die Position. Okay. Warum ist jetzt wieder Multilanguage am Start? Wieso Multilanguage? Livestream? Gesperrt. Hier steht ein Knopf, aber da steht gesperrt drauf. Wahrscheinlich für später. Oh, Skeletor. Was ist das auf Universe oder was? Ja, keine Ahnung. Ach ja, also, sind es die Eier? Komm mal her. Zu mir. Siehst du die Kellex-Dose? Ja. Gehört? Und jetzt? Wenn man auf die schießt, dann spielt die einen Sound ab. Achso, nee, ich hab's nicht rausgehört, sorry. Wird noch mehr geben. Please stand by. Oh, Cash. Oh, ein Laptop-Teil. Hier los. Wahrscheinlich ist die nicht bei dir so dahin geklippt, oder? Nee. Nee, ich meine hier der Gegner. In dem Auto. Nein. Weißt du, was mich auch stört? Unten links ist ja Anzeige von Mitspielern. Aber man sieht das Level nicht von den Mitspielern. Bei den anderen Teilen hat man das gesehen. Finde ich ein bisschen schade. Also meine Hand war Hand, meine Handsniper. Oh, wieder Beute, Goblin. Und dort oder was? Ja. Oh, Cash. Money, money, money. Wie er fliegt. Ich muss mal Skillpunkt vergeben. Ja, muss ich auch gleich tun. Aber momentan ist Gegnatz.
machst du erstmal, Lani. Das Geschütz wegmachen. Geschütz? Ja, da war ein Geschütz. Ich gehe davon aus, dass ein Schlauertag Geld bestimmt war. Ja, dann war es eins. Du mir oh, Granate. Spüre die Blutgier. Die Tür macht so ein kleiner Zwerg mit Saldo daraus. Ja, normal. Hat das Buch gemacht. Ja. Holy moly. Oh, das sieht irgendwie nach Boss-Area aus. Ja, lass aber vorhin den Skillpunkt vergeben. Ja, das wäre eine gute Idee. Ne, passiv habe ich schon fertig, Brandschau. Da ich ja ihn hier benutze. Roses Schild aktiv oh, sind, erhält sie Schadensreduktion und erhält einen Schusswaffenschaden. Ja, damit ist doch bestimmt mein Schild gemeint, was ich anhab, oder? Ja, denke schon. Okay, dann nehme ich das. Oder hat dein Mech nochmal separat nochmal ein Schild? Ja, ich kann ihm nochmal eine separate Blase geben, aber da steht er sofort im ersten Satz mit Namen drin. Also, hier gibt zum Beispiel Iron Bear, erhält eine Schildblase, die den erlittenen Schaden verringert. Okay, dann denke ich, alles, wo sein Name drin steht, ist für ihn gemeint und alles andere ist für dein normales Schild gemeint. Ja, weil das andere, bei dem anderen steht halt, was ich habe ich aber schon fünf bringt, von Zeit zu Zeit richtet Moses und Iron Bears Geschosse zusätzlichen Brandschaden an und verbrauchen keine Munition. Oh, free shots. Gut, das ist nice. Mit der Waffe sowieso irrelevant, wäre es egal, aber... Oh. Liken, folgen, gehorchen. Nein. Hautspenden? Ja, Dingsbums heute, hat sie doch gesagt. Ja, ja, aber das Heute-Magazin. Oh, oh, oh. Ups, was war das denn? Das war Technobase. Technobase? Die Bässe sind hier gerade abgegangen. Hm. Oder der Bass wohl eher. Dein Kopf auf einer Lanze! Das ist die richtige Einstellung. Schieß mein Haustier nicht an. Finger von. Zeit für die Jagd. Ich hab mich so gut. Au. Ah, für mich nach unten. Uff. Was? Der Schaden, wo ich gerade kassiert habe. Mein Schild war einfach gone. Achso. Ich meine, dass das Geld war Schert, ne? Ja, Geld und Ammo ist Schert. Und hier ist nochmal eine Cornflakes-Schachtel. Jetzt hörst du es wahrscheinlich dann besser. Warte, schieß mal drauf. Kopf Gitarrenriff. Ja, ist das ein Collectible? Haben wir davon irgendwas? Hm? Ist das ein Collectible? Haben wir davon irgendwas? Nö, er ist einfach für die Lulz. Und es gibt auch noch eine Claptrap-Version von den Cornflakes. Ja, okay. Das sieht nach. Noch nicht nach Boss Room aus. Ja,
Moment. So gehen wir. Ich hätte mehr trainieren sollen. Erst dann. Die Waffe ist aber so gut. Au, Granate. So. Das war ein Eigentor! Noch jemand irgendwas? Nein? Mein Haus, die macht schon alleine weiter. Lass sie deine Wut hören! Dein letzter Atemzug an. Baby, mein Haustierchen hat macht gerade alles fertig, was vor ihm kommt, im Alleingang. Ist ja lol. Das ich denke gerade, wo kommen die Schreie her? Oh, mein Tierchen ist ja schon weiter vorne. Oh, hier oben liegt noch Säure. Warum verschwindet die denn nicht? Don't ask why. Diese Schädelkisten sehen voll toll aus, aber da ist da gar nichts Tolles drin. Das ist, da ist nur Ammo. Ja. Da ist nur Geld drin, ja. Geld oder Ammo? Ammo hatte ich da noch nie. In so einer Schädelkiste war bisher irgendwie immer noch Geld. Aber nicht zumindest. Kann ja sein, dass das. Ja. Oh, Komplex-Trachtel. Ja, Honesty, das war doch jetzt dasselbe Riff, oder nicht? Ja, aber es war wieder. Die Claptrap kommen erst später noch. Und dort ist ein Shop, ne? Wo? Unter uns. Unter uns? Ja. Muss ja, weil hier oben ist keiner. Nee, das waren die Shops beim Eingang. Wo bin ich denn jetzt hingefallen? Ach, da muss ich hoch. Die sind ja schon die ganze Zeit nach oben gelaufen. Das sind die Shops unter uns. Ach so. Vergiss nicht, Doom-Karte. Ja, ja, gut, aber ja, doch, doch, okay. Oh, oh. Au. Ja, das habe ich vorhin auch schon abbekommen. Der Raum sieht schon geil aus, guck mal hoch. Oh, yeah. Das ist ja so. Warte, gibt's nicht Fotomodus? Ja, gibt es. Oh yeah, Thumbnail. Kamera ein bisschen. Dann nimmt man die Taste für den Fotomodus. Escape und dann steht links Fotomodus. Sichtfeld. Aber man sieht ja sich selbst auch dann, ne? Ja, aber ich glaube, das kann man auch ausstellen. Nein, möchte ich nicht. Kontrast. Kann man sich ausblenden? Chance, nein. Verbergen. Filter, nein. Oh, Override-Fokus. Ja. Ein leichten Blur-Effekt. Interface ein- und ausschalten. Kamera zurücksetzen. Bei dem Zurücksetzen. Ja, aber dass man sich ja selber sieht, ist ein bisschen doof. Obwohl. Das geht. Ja, wie macht man ja dann dieses Foto? Leertaste wahrscheinlich? Yep. Weiß nicht. Hey, Leertaste ist Screenshot einfach nur. Oder doch? Ja, du musst Interface ausblenden und dann Space. Well. Vor allem, wenn ich bei dir Foto. Nein, jetzt habe ich.